Ja, hallo liebe Angelfreunde, willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin hier heute leider allein am Wasser, wobei allein auch nicht. Ich bin mit meinem Papa hier, der sich gerade ein paar Köderfische für später fängt. Und ja, momentan versuchen wir es wieder auf große Friedfische mit Marder, Mais und ich habe an einer Route Tigernuss dran. Und nachher wollen wir noch ein bisschen probieren, vielleicht geht noch eine Quappe, wobei es jetzt schon relativ warm ist. Oder auch noch ein Zander, wie gesagt, mein Papa versucht gerade ein paar Köderfische zu fangen. Und ja, vorige Woche waren wir auch schon hier an der gleichen Stelle. Und da waren wir relativ erfolgreich, beziehungsweise ich war relativ erfolgreich. Ich konnte nämlich zwei schöne Fische fangen. Bestdöbel auch. Und ja, ich hoffe, wir können heute noch einen draufsetzen oder zumindest noch ein paar schöne Brassen fangen. Zu regnen, also so ein bisschen nieselt es zwar immer noch, aber wir hatten die letzten 2 Stunden einfach durchgehend Regen und ja, es war schon ein bisschen erniedrigend, weil wir auch jetzt die meiste Zeit im Auto gesessen haben, weil der Wind dazu kam, wir konnten den Schirm nicht mal richtig aufbauen, also haben wir die Senderbox von unseren Funkbissanzeigern genommen und haben uns ein paar Meter weiter ins Auto gesetzt und ja, sind jetzt relativ froh, dass es aufgehört hat zu regnen. Oh! Was war's? Was Großes, hast du? So, zum Futter, was wir heute verwenden. So sieht's einmal aus. Das, was wir jetzt noch mit Wasser anmischen. Beziehungsweise dann noch ein paar Partikel reintun. So ein Fertigpartikelmix. Die gibt's ja in solchen Tüten zu kaufen. Da ist, ich weiß nicht, Tigernüsse, Hanfkörner sind drin, Hartmais ist drin. Solche Nüsse sind drin, also eine bunte Mischung. Haferflocken haben wir hier reingemacht, wie man sieht. Und dann der klassische Rotaugenmix im Grundfutter. Das ist jetzt vom Balzer, aber ja, die Firma finde ich da eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist halt, dass es in der kalten Jahreszeit eben noch ein relativ feines Futter ist. Und ja, durch so ein paar Partikel hier und auch ein paar Pellets noch drin und ein paar kleine Bulli-Stücke. Dadurch wird es halt noch ein bisschen aufgepeppt. Ja, das ist eigentlich auch schon unser Futter, was wir heute verwenden. Ja, jetzt wird es langsam schon dunkel.
Und bis jetzt hat sich leider immer noch nichts getan. Außer dieser, naja, nicht gerade allzu kapitale Krebs, der vorhin auf, ich weiß gar nicht, auf Mais? Ja. Auf Mais gebissen hat, beziehungsweise an der Angel gehangen hat. Ja, ein, zwei kleinere Bisse waren auch bei. Aber, ja, rausbekommen haben wir bis jetzt leider noch nichts. Und wir hoffen, dass die Dämmerung jetzt oder die Dunkelheit ein bisschen später noch den ein oder anderen Fisch bringt.